einfach Gold wert, mein Silberstrom. Herzlich willkommen am 18. Mai zum Anbaden mit Silberstrom für die ganze Familie im Strandbad Vilsteich in Schneeberg. Mit Gaudi, Unterhaltung und Live-Musik von der Rock'n'Roll-Band The Beefies. Und der Sprung ins Wasser wird mit dem Energiespenderausweis belohnt. Dazu warten auf die schnellsten Wasserratten 150 Preise. Hauptpreis 1000 Kilowattstunden Silberstrom. Freier Eintritt mit der Silberstrom-Card. 18. Mai. Anbaden mit Silberstrom im Vilsteich. Silberstrom ist mir Gold wert. RTV Kompakt stellt heute vor: Wandersleute Silberberg auf Tour. Bergleute Knappenehrung an der Binge. Und Spielleute, Theatergastspiel und weitere Veranstaltungen. Ihre Nachrichten aus der Region am Mittwoch. Seien Sie gegrüßt. Glück auf. Der 14. Mai war der Tag des Wanderns. Gästen steht in Sachsen insgesamt ein Wanderwegenetz von ca. 17.000 Kilometern zur Verfügung. Bei den Wanderungen im Rahmen von Tagesausflügen besitzt Sachsen deutschlandweit einen Marktanteil von ca. 10%. In Sachsen werden somit ca. 35 Millionen Wanderungen als Tagesausflug pro Jahr durchgeführt. Ein Potenzial, von dem sich auch wirtschaftliche Effekte ableiten lassen. 2016 wurde auf Initiative des Deutschen Wanderverbands der Tag des Wanderns ins Leben gerufen. Vor diesem Hintergrund gab es am 14. Mai auch im Erzgebirge mehrere Wanderungen. Eine begann und endete auf dem Markt in Lauter. Da fanden sich unter anderem mehrere Stadtoberhäupter des Städtebundes Silberberg ein. Der Verband hat nämlich das Projekt Wanderbare Silberberg am Start. Und da es sich dabei um ein Liederförderprojekt handelt, war es gar nicht verkehrt, dass die SPD-Europaabgeordnete Konstanze Krehl am Ausgangspunkt der Wanderung vorbeischaute. Thomas Kunzmann, Bürgermeister von Lauter-Bernsbach, konnte ihr so etwas über das Silberberg-Wanderprojekt mit auf den Weg ins Europaparlament geben. Entstehen soll ein Rundwanderweg, der Aue-Bad Schlema, Schneeberg, Lößnitz, Lauter-Bernsbach und Schwarzenberg verbindet. Das Erzgebirge und auch das Gebiet des Städtebundes Silberberg eignet sich landschaftlich hervorragend fürs Wandern. Über das Projekt hinaus möchte der Städtebund die Tradition eines jährlichen gemeinsamen Wandertags initiieren und entwickeln. Noch ein Wort zum Tag des Wanderns. Dessen Ziel ist es vor allem, vielen ehrenamtlich engagierten Menschen in der breiten Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen und zugleich ein Schaufenster für deren Arbeit zu geben. Die Absicherung der Wegpflege und Besucherlenkung des Wegenetzes ist dabei die größte Herausforderung, die ohne die ehrenamtlichen Wegewarte nicht zu realisieren ist. Sie verdienen unseren größten Dank und Respekt für Ihr Engagement. Kommen wir zu Aktivitäten in und an Schulen. An der Grundschule im erzgebirgischen Neukirchen werden in den Sommerferien die alten Teppichböden durch neue ersetzt. Des Weiteren sollen die Elektrik und die Heizung in den Klassenräumen erneuert und Malerarbeiten durchgeführt werden. Die Bauarbeiten sind notwendig, weil sich der geplante Bau einer neuen Grundschule verzögert. Es tut sich was in der Oberschule am Stegenwald in Lugau. Nachdem auch hier der Frühling angekommen ist, waren Schüler, Lehrer und Eltern dem Aufruf gefolgt, im Schulgelände Ordnung zu schaffen. Der Pausenhof wurde dabei einer Grundreinigung unterzogen. Hier hatte sich auch die Bepflanzung schon ordentlich ausgebreitet. Jetzt kann das Areal wieder so genutzt werden, wie es vorgesehen ist. Im Schulgarten waren viele fleißige Hände am Werk. Der soll zukünftig auch für den Unterricht im Freien oder die Pausen nutzbar sein. Dafür wurden neue Wegplatten verlegt und die Grünanlagen von Unkraut befreit. Da packte auch die Schulleitung kräftig mit zu und nahm sich den großen Komposthaufen vor. Gut gesiebt steht nun der Humusboden wieder für den Schulgarten zur Verfügung. Eine Aktion, die auch Bürgermeister Thomas Weigert beeindruckte. Er selbst legte am Volleyballplatz Hand an und half beim Anschleifen der großen Ballfangzäune, damit die in Kürze wieder einen neuen Anstrich bekommen können.
Am Ende wurde ordentlich was geschafft, dank der gemeinsamen Aktion von Schule, Stadt und Eltern. An der Oberschule am Stegenwald in Lugau lernen rund 330 Schüler aus 16 verschiedenen Orten. 25 Lehrer sind hier tätig. 227 Schülerinnen und Schüler lernen in den Klassenstufen 7 bis 10 an der Schule des Friedens in Ehrenfriedersdorf. 227 junge Menschen, die sich in Sachen Berufswahl mehr oder weniger auf der Zielgeraden befinden. Bei der Woche der offenen Unternehmen gingen über 420 Termine in den 313 teilnehmenden Firmen allein auf das Konto der Ehrenfriedersdorfer Schule. Jetzt konnte sich das Team um Schulleiter Oliver Eisenreich freuen, als Kerstin Hill, Geschäftsbereichsleiterin Berufs- und Studienorientierung bei der Wirtschaftsförderung Erzgebirge, mit Urkunden und einem Frühstückskorb als Anerkennung und Dankeschön gleichermaßen an der Schultür klingelte. Die Wirtschaftsförderung Erzgebirge zeichnet insgesamt 4 Schulen im Erzgebirgskreis aus, die sich in ihren jeweiligen Regionen beispielhaft engagierten. Neben der Schule des Friedens Ehrenfriedersdorf sind das die Oberschule Olbernhau, die Stadtschule Schwarzenberg sowie die Oberschule Katharina Peters in Zwönitz. Insgesamt nahmen Jugendliche und erwachsene Begleitpersonen, zumeist Elternteile, zur Woche der offenen Unternehmen im Erzgebirgskreis im März 2019 rund 13.000 Einzeltermine wahr. Die nächste Woche der offenen Unternehmen findet vom 9. bis zum 15. März 2020 statt. Infos dazu unter berufsorientierung-erzgebirge.de. Der obere Teil von Schönfeld erhielt eine Erneuerung der Anbindung ans Mittelspannungsnetz der Stadtwerke Annaberg-Buchholz. Bisher war dieser Bereich mit einer Freileitung erschlossen. Mit der neuen Trassierung ist es zudem möglich, das künftige Wohngebiet Kellergut, das sich unterhalb der Bergstraße an die B95 anschließt, zu versorgen. Hier plant ein privater Investor auf einer Brachfläche Bauplätze für Eigenheime. Verlegt wurden 2 Mittelspannungssysteme sowie Leerrohr für eine spätere Datenverbindung zwischen 2 Trafostationen. Die Polizei bittet um Hilfe. Durch unbekannte Täter kam es offenbar in der Nacht vom 8. zum 9. März dieses Jahres zu einer Vielzahl von Schmierereien und Sachbeschädigungen im Stadtgebiet von Lößnitz. Mit Eddingstift und Farbspray wurden an Hausfassaden, Eingangstüren, Briefkastenanlagen, Fensterbrettern sowie in Treppenhäusern von Mehrfamilienhäusern Schriftzüge wie ACAB und BSG Wismut Aue angebracht. Zeugen hatten am 9. März in der Zeit zwischen 0.15 Uhr und 2.30 Uhr eine Gruppe vermutlich Jugendliche an den Tatorten gehört. Ob diese mit den Sachbeschädigungen in Verbindung gebracht werden können, ist nunmehr Gegenstand der Ermittlungen. In dem Zusammenhang werden weitere Zeugen gesucht. Wer hat in der besagten Nacht Wahrnehmungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Angaben zum Verursacher der Graffitis machen? Auffällig ist dabei insbesondere, dass einige Buchstaben mit einem Pfeil versehen sind. Hinweise werden im Polizeirevier in Aue unter Telefon 03771 120 entgegengenommen. Das Organisationsteam der ADMV Rallye Erzgebirge arbeitet mit Hochtouren für die 56. Auflage. Diese findet am 4. und 5. Oktober 2019 statt. Erneut wird als zentraler Punkt die Stadt Stolberg die besten Rallye-Piloten Deutschlands und Gaststarter aus den Nachbarländern empfangen. Wie Erzesprecher Danny Michel berichtet, können die Austragungsorte mit Jahnsdorf, Gelenau, Wiesa, Bad Schlema und Oberdorf bekannt gegeben werden. Neu wird das Rallye-Zentrum sein. Der Art- und Event-Kult-Schlachthof Stolberg bietet die optimalen Voraussetzungen für Rallye-Büro, Dokumentenabnahme und Pressezentrum unter einem Dach. Nicht dabei bei der diesjährigen ADMV Rallye Erzgebirge wird der Traditionsrundkurs in Grünhain sein. In den Vorbereitungen für die Erze war der legendäre Rundkurs mit Sprungkuppe an der Klostermauer in Grünhain fest eingeplant. Mitte April erhielten die Organisatoren dann die Mitteilung, dass aufgrund einer Baustelle das Befahren des Rundkurses nicht möglich sei. 1.200 Euro Geldstrafe. Das ist das Strafmaß für einen Polizisten aus Baden-Württemberg.
Er hatte in den sozialen Medien den Haftbefehl gegen einen Iraker geteilt, der im Todesfall eines 35-jährigen Chemnitzers als Tatverdächtiger galt. Darüber berichtet der Südwestrundfunk. Er soll, so die Staatsanwaltschaft, seinen Fehler eingesehen haben. Zudem habe er das Papier nicht zuerst veröffentlicht. Ein Justizbeamter aus Sachsen hatte den Haftbefehl fotografiert und im Netz veröffentlicht. Dieser wurde mittlerweile vom Dienst suspendiert. Im August des vergangenen Jahres wurde am Rande des Chemnitzer Stadtfestes ein 35-jähriger Mann erstochen. Das hatte zu tagelangen Kundgebungen und Ausschreitungen geführt. Derzeit steht ein Syrer als Tatverdächtiger vor Gericht. Ein weiterer Tatverdächtiger Iraker konnte noch nicht gefasst werden. Themenwechsel. Aber auch jetzt geht es um einen Todesfall, der aber weder etwas mit Gewalt und auch gar nichts mit einem Kriminalfall zu tun hat. Außerdem ist der weit mehr als 100 Jahre her. Die Namen der Opfer sind aber noch immer im Gedächtnis und beide liegen noch immer an Ort und Stelle ihres Todes. Mitten im Erzgebirge. Einmal im Jahr gedenken die Mitglieder der Bergbrüderschaft Geier der beiden Bergleute Christian Gottlieb Schramm und Johann Gotthilf Zimmermann. Die hatten am 11. Mai 1803 beim großen Bingebruch ihr Leben gelassen. Beide Bergleute wurden damals verschüttet und liegen auch heute noch tief im Inneren der Binge begraben. Zu ihrem Gedenken erklingt die Glocke am Huthaus und ruft zur Knappenehrung auf. Der Vereinsvorsitzende der Bergbrüderschaft Geier, Andreas Pfeiffer, begrüßt im Anschluss alle anwesenden Gäste sowie Vertreter der befreundeten Bergbrüderschaften aus Ehrenfriedersdorf, Thum und Zwönitz. Zum Gedenken an die Bergleute Schramm und Zimmermann sowie aller die im Dienst des Bergbaus umgekommenen Personen rief Andreas Pfeiffer zu einer Gedenk- und Schweigeminute auf. Als Ehrengast trat Andreas Rössel vom Sächsischen Landesverband ans Mikrofon. Er überbrachte die besten Grüße vom gesamten Vorstand der Bergmannshütten- und Knappenvereine. In seinen Worten lobte er die große Vielfalt der organisierten Knappenvereine. Der Verband besteht aktuell aus 66 Vereinen. Ganz besonders hob er in seinen Worten naheliegend die Bergbrüderschaft Geier hervor. Die Bergbrüderschaft Geier nimmt hier eine herausragende Stellung unseres Verbandes ein. Neben den Teilnahmen an den Bergparaden bemüht sich der Verein auch um das Bergbaudenkmal Geirische Binge. Um die Schauanlage in Zukunft noch besser bekannt zu machen, wurde der Verein Mitglied des Tourismusverbandes Erzgebirge und arbeitet aktiv in der Arbeitsgruppe der Berg- und Hüttenmännischen Schauanlagen des Sächsischen Landesverbandes mit. Für diese ehrenamtliche Arbeit möchten wir, der gesamte Vorstand, uns ausdrücklich bei dem Verein bedanken. Weiterhin ging er noch einmal auf die Binge als Bergbaustandort ein. Hier wurde seit 1361 Bergbau betrieben. Die erste urkundliche Erwähnung erfolgte im Jahr 1395. Abgebaut wurden Silber, Zinn sowie Kupfer. Aber er erwähnte auch den Granit, der so hart war, dass man vor dem Abbau die Technik des Feuersetzens anwendete, um das Gestein brüchig zu machen. Auf diese Art und Weise entstanden im Zeitraum von rund 400 Jahren Hohlräume mit bis zu 40 Metern Durchmesser und 35 Metern Höhe. Das wurde im Laufe der Zeit dem Bergwerk in Geier zum Verhängnis. 1704 und 1791 kam es zu Brüchen unter Tage und 1795 erfolgte der erste Bingebruch, was aber nicht der letzte sein sollte. Was war geschehen an diesem verhängnisvollen 11. Mai 1803?
Ein rückblickendes Gedankenprotokoll verlas Christine Huss. Zum Gedenken der zwei Bergleute Christian Gottlieb Schramm und Johann Gotthilf Zimmermann wurde am Gedenkstein eine Pflanzschale mit Schleife abgestellt. Mit dem Steigermarsch ging die Knappenehrung am Huthaus der Binge zu Ende. Die Freizeittipps beginnen heute mit einer Ausflugsempfehlung. Auf der Festung Königstein wurde im Mai 2015 die Dauerausstellung In Lapide Regis eröffnet. Sie ist die größte und bedeutendste Ausstellung auf der Festung. In 33 Räumen erzählt sie die facettenreiche 800-jährige Geschichte des Königsteins. Die mittelalterliche böhmische Königsburg wurde später Kloster, sächsische Landesfestung, Ort höfischer Repräsentanz, Staatsgefängnis, Kunstdepot, Kriegsgefangenenlager, Jugendwerkhof und schließlich Museum. Kinder dürfen in der Ausstellung jede Menge anfassen und ausprobieren. Am 13. Mai wurde der millionste Besucher in der Dauerausstellung in Lapide Regis auf dem Stein des Königs begrüßt. Dana Döring, ihr Sohn Viktor und sein Freund Amadeus aus Dresden erhielten eine Tasche voller großer und kleiner Überraschungen. Die Schau ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet und im regulären Festungseintritt enthalten. Am Freitag kommt das Ensemble des Eduard von Winterstein Theaters Annaberg-Buchholz um 19.30 Uhr mit Karl Millekers Operette Der Bettelstudent aus der Ära der Goldenen Wiener Operette auf die Bühne des Kulturhauses Aue. In der Inszenierung von Sabine Stärken spielt Laszlo Varga den Oberst Ollendorf, André Riemer den Bettelstudenten und Markus Sandmann dessen Freund und Gefährten Jan Janicki. Als Komtess Laura steht Madeleine Vogt auf der Bühne. Ihre Schwester Bronislava gibt Anna Bineta Dioff. Und in der Rolle der Gräfin Palmatika ist Bettina Corti Hildebrand zu sehen. Leander de Marell steht als fröhlicher, sächselnder Gefängniswärter Enterich auf der Bühne. Mitmachangebote, Vorträge und Führungen. Das Bergarbeiterkrankenhaus Schneeberg öffnet am kommenden Sonnabend von 10 bis 14 Uhr seine Türen für die Öffentlichkeit und lässt die Besucher in viele Bereiche des Krankenhausalltags hineinschauen. Geboten wird ein umfangreiches Programm zum Ausprobieren, Anschauen und Zuhören. Das vollständige Programm ist auf den Internetseiten des Bergarbeiterkrankenhauses Schneeberg unter bak-schneeberg.de abrufbar. Wer sich für Technik interessiert oder sich einmal informieren möchte, wie das so bei der Feuerwehr abläuft, der hat am kommenden Sonnabend die Gelegenheit dazu. Am 18. Mai findet bei der Freiwilligen Feuerwehr Brünnlos ein Tag der offenen Tür mit Kinderfest statt. Die Jugendfeuerwehr wird den Besuchern ihren Ausbildungsstand 16 Uhr bei einer Schauvorführung demonstrieren. Neben viel Spaß für Groß und Klein wird auch eine Kletterwand zu bezwingen sein. Außerdem wird 14 Uhr der Maibaum gesetzt. Ab 18 Uhr wird zum geselligen Beisammensein mit musikalischer Umrahmung eingeladen. Und zum guten Schluss sollten wir uns heute freuen. Heute war der letzte Tag der Eisheiligen mit der kalten Sophie. Da kann es also wieder bergauf gehen. Und tatsächlich rechnen auch die Meteorologen damit. Am Wochenende wird's schön. Bis dahin müssen wir eben noch nach Sophie mit dem eher lauwarmen Otto zurechtkommen. Sie können ja selbst nochmal Ihr Wissen testen und die Namen der drei Eisheiligen aus dem Gedächtnis hervorkramen. Und nein, es waren weder Schöller noch Langnese und auch nicht Dr. Oetker. Mehr von uns auf erztv.de und unserer Facebook-Seite im Netz. Wir sehen uns morgen, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen guten Abend und Glück auf. Europawahl 2019. Dazu sehen Sie eine Wahlwerbesendung der Partei Alternative für Deutschland, AfD. ErzTV ist zur Ausstrahlung von Wahlwerbung verpflichtet. Für Inhalt und Gestaltung ist allein die werbende Partei verantwortlich.
Das AfD-Europawahlprogramm in 99 Sekunden. Los geht's! Ein gemeinsamer Wirtschaftsraum mit schlanker Verwaltung. Von der Idee der EU ist wenig übrig geblieben. 44.000 Beamte kosten jedes Jahr 8 Milliarden Euro. Jeder Elfte davon verdient sogar mehr als die deutsche Bundeskanzlerin. Die AfD will Europa und EU wieder ins Gleichgewicht bringen. Wir brauchen ein Europa der Vaterländer, kein regulierungswütiges EU-Parlament oder gar einen Superstaat mit eigener Armee. Nicht anonyme Bürokraten sollen entscheiden, sondern wir Bürger, die mit der Entscheidung leben müssen. Ansonsten muss das Experiment EU als gescheitert betrachtet werden. Eine Rückkehr zu nationalen Währungen könnte die Hälfte aller EU-Probleme auf einen Schlag lösen. Darum Schluss mit der Transferunion und keine deutsche Haftung für EU-Banken. Wir wollen den Mittelstand stärken und funktionierende Industrien erhalten. Strom und Mobilität müssen für alle bezahlbar sein. Deshalb fordern wir einen breiten Energiemix, fairen Wettbewerb und nachvollziehbare Grenzwerte. In der Asylpolitik sind wir für Realismus statt wirklichkeitsfremder Ideologien. Keine Masseneinwanderung, keine Aufnahmequoten, sondern konsequente Rückführung und Hilfe vor Ort. Jedes Land soll seine Grenzen kontrollieren dürfen und selbst entscheiden, wen es reinlässt, auch innerhalb der EU. Sozialhilfe und Kindergeldbetrug zeigen wir die rote Karte. Fachkräfte aus dem Ausland sind willkommen, dürfen aber nicht zu Lohndumping führen. Die Scharia lehnen wir als unvereinbar mit den europäischen Grundwerten ab. Die demografische Krise wird durch Zuwanderung nicht gelöst, sondern verschärft. Die AfD will Familien und Geburten fördern. Wir wenden uns gegen die Diskriminierung traditioneller Geschlechterrollen und lehnen Gender Mainstreaming als pseudowissenschaftlich ab. Quoten haben an Schulen und Unis genauso wenig verloren wie Zensur, Uploadfilter und DSGVO im Internet. Das war das AfD-Europawahlprogramm in 99 Sekunden. Sie wollen noch mehr erfahren? Jetzt unser komplettes Programm für die Europawahl am 26. Mai anschauen unter www.afd.de/europawahl. Europawahl 2019. Dazu sahen Sie eine Wahlwerbesendung der Partei Alternative für Deutschland, AfD. ErzTV ist zur Ausstrahlung von Wahlwerbung verpflichtet. Für Inhalt und Gestaltung ist allein die werbende Partei verantwortlich.